Mein Name ist Tevfik Turan. Ich bin im April 1981 nach Hamburg gekommen und bin Türkischlehrer und Übersetzer. Ich bin nach Deutschland mehrmals gereist, bevor ich hier angefangen habe, ständig zu wohnen, so von meinem 18. Lebensjahr an. Damals habe ich in Istanbul Germanistik studiert und ich habe jede Möglichkeit wahrgenommen, zum Beispiel zum ersten Mal 1972 mit deutschen Touristen mitgefahren, um meine Neugier über dieses Land zu stillen und um mehr Deutsch zu lernen, aktiv Deutsch zu üben. Aber vor allem war die Neugier wichtig. So kam ich zwischen 1972 und 1981 vielleicht viermal nach Deutschland, immer mit so für eine Zeit von 3 bis 5 Wochen. Und ich bin dann 1980 nach Saarbrücken gegangen, um dort weiter zu studieren. Ich war inzwischen Lektor an der Germanistik in Istanbul und ich sollte dort meine Doktorarbeit vorbereiten in Saarbrücken an dem Übersetzungswissenschaftlichen Institut der Universität. In der Zeit hatte ich mich aber in Hamburg für eine Stelle des Lektors beworben an der Universität Hamburg, Orientalistik, Turkologie. Und als ich noch in Saarbrücken war, mitten im Jahr, also im Februar, bekam ich die Nachricht, dass ich im Sommersemester 81 in Hamburg anfangen kann. So habe ich das Stipendium sein lassen und bin nach Hamburg gezogen. April, genau, am 1. April wahrscheinlich, 1981. Und dann von da an habe ich bis zum 1. November 2019 an dieser Stelle gearbeitet, bis ich Rentner geworden bin. Sonst habe ich von Anfang an, auch von meinen Studienjahren an, Übersetzungen gemacht, von Deutsch ins Türkisch. Und eigentlich ist das immer mehr geworden. Und jetzt kann ich mich definieren als Übersetzer, vor allem als Übersetzer. Also ich war schon immer als kleines Kind schon an Fremdsprachen interessiert. Ich hatte sogar in der Grundschule einen Kurs angefangen. Es gab ein Angebot von einer benachbarten Schule und da habe ich ein paar Stunden Englisch genommen, bis die Englischlehrerin zum Studieren nach England gegangen ist. Und dann, damals fing man ja mit der 6. Klasse, also im 6. Schuljahr in der Türkei, mit einer Fremdsprache an, entweder Deutsch oder Englisch oder Französisch, wobei Englisch am meisten verbreitet war vom Angebot her. Und da geschah es, dass mein Vater an einen kleinen Ort entsandt wurde, bekam dort seine erste Stelle als Richter. Und an diesem kleinen Ort gab es nur Deutsch im Angebot der Mittelschule. So habe ich angefangen, Deutsch zu lernen. Und das hat schließlich dazu geführt, dass ich die Germanistik gewählt habe, als es um die Studienplatzsuche ging. Mein Problem war, dass ich das Deutsch immer im schulischen Kontext gelernt habe, von Lehrern, die alle gut waren. Aber wir hatten zum Beispiel ein ganzes Jahr gar keinen Lehrer zwischendurch. Das kam damals sehr häufig in der Türkei. Und das ganze Konzept
von Fremdsprachen in der Türkei war damals sehr realitätsfremd. Wir mussten Texte lesen, zum Beispiel über die Verbreitung der Tulpenzwiebel über die ganze Welt oder über die Erfindung des Dynamits. Aber wir konnten das die einfachsten alltäglichen Floskeln, also oder Sätze, um nach dem Weg zu fragen, nicht bewältigen. Sowas gehörte nicht dazu. Es war ein reiner Grammatikunterricht. Und hier hatte ich von Anfang an einen deutschen Kreis von Studenten in Saarbrücken und Mitgliedern des Lehrkörpers hier in Hamburg und schließlich meine Schüler, kann ich sagen. Also alle Leute, die bei mir Türkisch gelernt haben, und das waren nicht nur die Studierenden der Türkologie, sondern aller Fächer, weil unsere Kurse damals für alle Hörer, für die Hörer aller Fachbereiche geöffnet waren und sogar für Nichtstudenten. So hatte ich immer sehr gemischte Gruppen. Ich habe kaum Benachteiligungen erlebt durch meine Herkunft. Ich habe immer davon gehört. Ich habe davon auch gehört direkt von den Betroffenen. Ich kann darüber nicht viel sagen. Ich habe ja erzählt, dass ich von Anfang an Kontakt mit Deutschen hatte, die sogar eben mein Deutsch bewunderten von Anfang an. Das schafft eine andere Ausgangsposition. Für mich hat es jedenfalls geschaffen, als für meine Landsleute, die mit wenig oder gar keinen Deutschkenntnissen hier angefangen haben zu leben. In jeder Gesellschaft gibt es Tendenzen, die einen auszugrenzen und sich mit den anderen zusammenzuhalten. Das sind fließende Grenzen. Deutschland war mal eine multikulturelle Gesellschaft und ist in der Zeit von 33 bis 45 in dieser Hinsicht sehr geschrumpft. Daraus ist ja eine multikulturelle, aus der multikulturellen Gesellschaft eine sehr monokulturelle Gesellschaft geworden. Früher hat in Deutschland jeder zum Beispiel die Existenz einer anderen Sprache innerhalb von Deutschland, nämlich des Jiddischen, gekannt und erkannt, anerkannt und nicht in Frage gestellt. Plötzlich war das aber weg. Und in anderen Ländern ist das auch nicht viel anders gewesen. In der Türkei hat man auch verlernt, in einer multikulturellen Gesellschaft zu leben. In der Türkei gab es eben schon nach dem Ersten Weltkrieg sogar fast oder nur noch wenig Armenier, fast keine mehr. Vor allem im öffentlichen Leben nicht mehr. Und später nach der Gründung der Revolution, der Republik, ist das sogar noch schärfer geworden. Da gab es auch regelrecht Kampagnen mit dem Motto Staatsbürger spricht Türkisch, Ausrufungszeichen. Nur größere Schulen können eine zweite Fremdsprache anbieten und das ist entweder Deutsch, entweder Deutsch oder Französisch. Dadurch gibt es immer noch relativ wenig Übersetzungen aus der deutschen Literatur. Umgekehrt aus dem Türkischen ins Deutsche, das ist, was übersetzt worden ist, ist durch das Engagement von Kleinverlagen seit den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren geschehen. Dadurch, dass
plötzlich hier Türken unter uns waren, unter den Deutschen weilten, gab es interessierte Leser, Leute, die den Kontakt entstehen lassen wollten, also die sogenannten guten Deutschen, die sich für die Herkunftsländer der aller Gastarbeiter eigentlich interessierten. Umgekehrt haben die großen Verlage auch angefangen, sich für die türkische Literatur zu interessieren. Immer so Einzelwerke von besonders bekannten Autoren. Aber es gibt kein Interesse, kein großes Interesse, das von unten kommt. Ich sag mal Kinder und Kindeskinder der sogenannten Gastarbeiter, die hier geboren worden sind oder zumindest aufgewachsen sind, die Türkisch nicht lesen, die würde ich auch zum deutschen Publikum zählen, hat zu wenig Interesse für Literatur aus der Türkei. Warum auch immer, das müssen wir so festhalten.